Okay. Also ich weiß jetzt nicht so genau, ob das jetzt hier funktioniert. Für mich ist das ja natürlich auch, für mich ist es ja auch das erste Mal. Aber ich würde sagen, wir legen jetzt auch erstmal, wir legen einfach mal los. Wäre super, wenn ich laufend auch ein Feedback bekommen könnte. Also bei mir auf dem YouTube-Bildschirm heißt es beispielsweise, es ist ein Fehler aufgetreten. Ich versuche es später noch einmal. Aber das muss ja nicht heißen. Das heißt, ihr gebt mir dann am besten einfach Feedback. Also herzlich willkommen zum ersten Online-Training, was wir hier machen. Wir wollen es ja von diesem bisschen Corona jetzt ja auch nicht das Schachspielen verderben lassen. Vielleicht ein paar organisatorische Hinweise vorneweg. Wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Lehreinheit. Ich will euch ein bisschen was über das schottische Gambit erzählen. Das ist vielleicht eine ganz witzige Alternative zu dem, was sonst immer gespielt wird, zu dem italienischen. Und rein inhaltlich hätte ich jetzt gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie einfach in den Live-Chat rein. Ich gucke, wenn ich mit dem Kopf immer so ein bisschen nur noch rechts rüber schaue, dann heißt das, ich habe hier den Live-Chat auch im Blick. Das heißt, da sehe ich dann, ob Fragen gestellt werden oder nicht. Und ansonsten machen wir nach dieser kleinen Lehreinheit hier ein Online-Blitzturnier. Da wird mich der Stefan dabei unterstützen, der auch online ist. Und der Stefan wird jetzt an dieser Stelle dann auch dieses über LeeChess dieses Turnier einrichten. Das hat er, glaube ich, schon gemacht. Den Link seht ihr hier oben auch. Bin ich mal gespannt, wer dann da gleich alles mitspielt. Ich fände es prima, wenn ihr in den Live-Chat wenigstens kurz reinschreiben könntet. Ob ihr da seid, ob ihr mich seht, ob ihr mich hört, solche Sachen, damit ich dann auch, ich bin jetzt hier kein Rezo oder Julian Bam, ja? Das heißt, so ein erfahrener YouTuber bin ich leider nicht, noch nicht. Okay, so, das ist das. Und dann hätte ich jetzt gesagt, wir legen jetzt einfach mal los. Wir starten jetzt mit dem schottischen Gambit. Das Ganze betrachten wir jetzt auf Seiten von Weiß. Warum das schottische Gambit? Das ist zunächst mal eine seriöse Eröffnung. Ja, das möchte ich dazu sagen. Das ist jetzt fällt jetzt nicht in die Kategorie Tipps und Tricks, so Schäfermattmäßig. Und wenn euer Gegner das kennt, dann guckt ihr in die Röhre. Sowas ist es nicht. Und natürlich ist es so, wenn euer Gegner die Eröffnung kennt, dann gibt es Ausgleich. Ja, das ist in jeder Eröffnung so, gar keine Frage. Aber das Schöne ist, dass diese Eröffnung hier etliche Überraschungen bereithält. Das heißt, wenn euer Gegner das nicht kennt, dann habt ihr eine echt super Chance, hier richtig Punkte abzusahnen. Ich kann da jetzt ein bisschen aus Erfahrung sprechen, wenn ich online im Internet ein bisschen blitze oder auch sonst damit spiele. Ich habe damit einen super Score. Ein bisschen Superscore damit erreicht. Okay, wir legen jetzt einfach mal los. Wir fangen an, so wie ihr, ich denke, immer anfangt. E4, E5, Springer F3 und Springer C6. Und das meiste, und das wird euch der Felix, das sagt euch der Felix ja so beigebracht, und das ist auch sehr solide und sehr richtig, ihr werdet jetzt Läufer C4 spielen, die italienische Eröffnung. Heute machen wir was anderes. Wir schieben vor Läufer C4 spielen wir noch einen Zug rein, und zwar D4. D4 ist die Hauptvariante der schottischen Eröffnung. Ihr habt das garantiert schon mal gemacht, möglicherweise auch sogar mit mir. Und das Schöne hier dran ist, es öffnet die Partie direkt, und der Ablauf ab jetzt ist mehr oder weniger erzwungen. Schwarz hat keine andere seriöse Möglichkeit, als diesen Bauern zu schlagen, und wird das auch tun. Wenn nicht, dann brauchen wir uns keine Gedanken machen. Dann steht ihr schon besser. Vielleicht eine Variante an der Stelle, um das Ganze zu illustrieren. Wenn Schwarz jetzt zum Beispiel so etwas spielen sollte, ihr schlagt den Bauern, schlagt die Dame, und jetzt Schwarz schon Schwierigkeiten. Ja, entweder schlägt die Dame mit dem Springer zurück, um sich das Rocaderecht noch beizubehalten. In diesem Falle aber gewinnt ihr einen Bauern, oder aber Schwarz verliert das Rocaderecht. So, aber davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen, sondern gehen jetzt davon aus, dass Schwarz den einzig seriösen Zug wählt.
und diesen Bauern schlägt. So, woraufhin die normale Variante, die ihr möglicherweise kennt, die ist, dass der Springer diesen Bauern schlägt. So, das wäre dann die normale schottische Öffnung, die sind wir auch schon mehrmals durchgegangen. Wenn Schwarz es kennt, dann gibt es ein ausgeglichenes Spiel. Heute machen wir was anderes, nämlich das schottische Gambit. Wir schlagen diesen Bauern nicht zurück, sondern spielen Läufer C4. Das könnte im ersten Moment bei einem Großteil eurer Gegner für ein bisschen Überraschung sorgen. Ja, das kennen nicht so viele Leute, schottische Gambit. Es ist streng genommen auch kein richtiges Gambit. Gambit bedeutet ja, wir opfern einen Bauern. Das tun wir hier nicht unbedingt. In den meisten Fällen würden wir diesen Bauern später schlagen. So, und an dieser Stelle hat Schwarz mehrere Möglichkeiten. Ich habe in der Vorbesprechung schon zum Stefan gesagt, da könnte man jetzt locker eine Stunde drüber referieren, aber das machen wir jetzt nicht, sondern wir gehen ein paar Hauptvarianten und ein paar ganz nette Tricks durch. So, der normale Ablauf wäre jetzt im Jugendschach, dass euer Gegner nach so einem Zug erstmal ins Grübeln kommt, weil man nicht so genau weiß, was soll man denn jetzt eigentlich machen. Jetzt begegnen wir da unterschiedlichen Spielertypen. Ja? Es könnten jetzt die Angsthasen kommen, die sagen, das kenne ich nicht. Deswegen bin ich mal lieber ganz vorsichtig und spielen dann solche Züge wie D6. Ziemlich passiv. Er bunkert sich ein, lässt diesen Läufer hier nicht mehr raus. Oder aber Läufer E7, auch sehr passiv. Wir gehen die gleich alle noch so ein bisschen durch zumindest. Vor denen braucht man keine Angst haben. So, dann kann es Leute geben, die ein bisschen mutiger sind und an der Stelle sagen, wenn ich jetzt hier einen Bauern gewonnen habe, wenn ich jetzt hier einen Bauern einfach kriege, dann versuche ich diesen Bauern auch zu halten und spielen dann zum Beispiel Läufer C5, um den Bauern hier nochmal zu verteidigen und sich das Gambit einfach zeigen zu lassen. Oder aber sind ganz mutig und spielen an der Stelle Läufer B4 mit Schach. Ja? Und an dieser Stelle müssen wir halt auch gewappnet sein. Damit rechnen wir. Wer auch immer mag, dem kann ich dieses Transkript hier gleich schicken. Ja, das heißt, das kann ich dann als PDF oder wie auch immer. Dann sieht man dann diese einzelnen Kombinationen. Kann man nochmal nachschlagen. Weiß ja, wie das ist, dass man sich das auf Anhieb nicht alles merken kann. Und es gibt noch eine seriöse Variante, die man sogar als Hauptvariante bezeichnen könnte. Eine der beiden Hauptvarianten, das ist dann so eher was für die Kaltblütigen. Jemand spielt einfach Springer F6 und sagt, zeig mal, dass du Eröffnung kannst. Ich entwickle mich ganz normal weiter. Das wären so die normalen Antworten so, auf diese Züge hier. Und jetzt wollen wir mal zumindest mal ganz kurz auf die einzelnen Züge eingehen. So, und nochmal, unser Ziel für diese Öffnung ist es, einigermaßen gut da rauszukommen mit leichtem Vorteil, mit Raumvorteil. Und dann nach der Öffnung fängt halt das normale Schachspiel an. So. Gehen wir mal erstmal auf die Angsthasengegner ein. Nehmen wir mal an, jemand spielt einfach D6. So. An dieser Stelle geben wir uns damit zufrieden, eine etwas bessere Stellung zu haben. Ja, wir schlagen jetzt hier den Bauern zurück, dann ist es jetzt einfach kein Gambit und eröffnen uns ganz normal weiter nach den Regeln, die ihr ja alle hinlänglich kennt. Jetzt hat Schwarz schon so seine Schwierigkeiten. Ja, der Läufer hier ist ja ziemlich eingemauert und dieser Läufer hier hat auch irgendwie gar kein so richtiges Feld. Ja, er kann nicht nach G4, weil er dann mit F3 sofort vertrieben wird. Nach F5 kann er nicht. Auf E6 würde er geschlagen werden und auf D7 steht er nicht gut. Und das ist schon ein Öffnungsvorteil, von dem wir sprechen können, wenn Schwarz jetzt sowas spielt. Wir rochieren, Schwarz rochiert. Und wenn wir uns jetzt ganz normal weiterentwickeln, stehen wir gut. So, wir können jetzt zum Beispiel mit H3 das Feld G4 blockieren und bauen uns dann aggressiv auf, indem wir den Bauern vorziehen, uns mit dem Läufer hierhin entwickeln und dann auf dem Königsflügel möglicherweise mit G4 oder G5 noch angreifen. Und Schwarz steht an dieser Stelle objektiv vielleicht nicht unbedingt schlechter, aber die Eröffnungsregeln, die ihr von Felix gelernt habt, sind allesamt eingehalten. Ja, ihr habt das Zentrum besetzt, ihr habt den König in Sicherheit gebracht, ihr habt die Figuren alle entwickelt. Und Schwarz steht passiv hier hinten in der Ecke.
So viel zum Thema D6. Ein, wie ich finde, ein Angsthasenzug, der euch aber durchaus begegnen wird. So, der nächste Zug wäre Läufer E7. Auch ein sehr passiver Zug. Und hier, an dieser Stelle, würde ich tatsächlich empfehlen zu sagen, opfert den Bauern. Weil gerade im Jugendschach, in dem wir uns jetzt ja hier bewegen, ein Bauer, den kann man gerne mal opfern. Ja, das heißt, der spielt jetzt gar nicht so sehr die Rolle, wenn ihr dafür auch was bekommt, nämlich wenn ihr Angriff bekommt. An dieser Stelle würde ich tatsächlich empfehlen zu sagen, spielt sowas wie C3. C3 greift diesen Bauern an und wenn Schwarz sich nicht rührt und nochmal D6 spielt oder sowas, dann könnt ihr den Bauern einfach schlagen und habt ein super Zentrum. Was Schwarz aber möglicherweise an dieser Stelle tut, und da haben wir schon die erste kleine Falle, ist, Schwarz schlägt möglicherweise diesen Bauern. Und wenn Schwarz so vorgeht, wird es schon sehr, sehr schnell sehr, sehr brenzlig für euch. So, nicht für euch, für den Gegner natürlich. Denn wenn er jetzt mit der Dame vorgeht, dann kommt Schwarz gehörig ins Grübeln. Denn diese Batterie hier zeigt auf F6. Und jetzt will ich erst mal sehen, wie Schwarz sich dagegen wehren kann. Das ist ein Matt, was an der Stelle droht. Kleine Warnung, es ist nicht sofort gewonnen. Ja, das heißt, möglicherweise neigt euer Gegner dazu, die Partie jetzt sofort aufzugeben, weil er gar nicht weiß, wie er sich da verteidigen soll. Aber wir gucken mal noch ein, zwei Züge weiter. So einfach ist es leider doch nicht. Der wirklich einzige Zug, der dieses Matt zunächst verhindert, ist Springer H6. Den muss man erstmal finden, vor allen Dingen, weil ihr diesen Springer jetzt einfach schlagen könnt. So, und wenn Schwarz den Läufer zurückschlägt, Game over. So, das heißt, an dieser Stelle kann man die Schweißperlen auf der Stirn eures Gegners ja schon förmlich ahnen. Ja, das heißt, an dieser Stelle würde es mich nicht wundern, wenn euer Gegner dann schon eine gehörige Weile überlegt. Wenn dann allerdings sowas wie Rochade gespielt wird, müsst ihr schon ein bisschen vorsichtig sein, ja, weil dieser Bauer hier unten, dieser hier ist nicht zu unterschätzen. Der droht einerseits nach C2 runterzugehen, er droht aber auch, den Bauern hier zu schlagen und dann den Turm hier unten auf A1 einzukassieren, was ja schon eine ziemlich unangenehme Geschichte ist. An dieser Stelle merkt ihr euch, beziehungsweise ihr könnt es ja dann später noch nachschlagen, wenn ich euch das Skript dazu schicke. Ihr schlagt diesen Läufer und an dieser Stelle verteidigt dieser Läufer ja auch diese Diagonale hier. Ja? Schwarz wird aller Voraussicht nach den Läufer schlagen. Ihr schlagt jetzt diesen Bauern und steht nicht unmittelbar auf Gewinn. Das heißt, das geht jetzt nicht in ein paar Zügen matt. Aber das ist eine super Stellung. Ja, ihr habt noch nicht einmal was weniger. Ja, das heißt, diesen geopferten Bauern habt ihr wieder zurück. Alle Figuren sind entwickelt, alle, die noch da sind. Ihr habt das Zentrum voll besetzt. Und im nächsten Zug könnt ihr auch gleich rochieren, den König in Sicherheit bringen. Und Schwarz hat etwas, was wirklich im besten Fall eine Lochade genannt werden kann. Nochmal einen Schritt zurück. Wenn in dieser Stelle tatsächlich so ein passiver Zug kommen sollte wie Läufer E7, könnt ihr mit C3 darauf spekulieren, dass Schwarz gierig ist und hier zugreift. Und an dieser Stelle habt ihr den Bombenzug Dame D5. Der geht nicht immer so gut. Darauf gehen wir jetzt aber als nächstes an. So, gehen wir mal zurück zur Ausgangsstellung. Was könnte Schwarz jetzt noch machen? Möglicherweise ist Schwarz ein bisschen mutiger und sagt, du spielst ein Gambit, das lasse ich mir zeigen. Und spielt jetzt beispielsweise Läufer C5, um diesen Bauern zu verteidigen. Das ist uns recht. Wir haben immerhin ein Gambit gespielt, das heißt schottisches Gambit. Und dann müssen wir auch bereit sein, im Fall der Fälle diesen Bauern zu geben, und das tun wir auch. Und spielen C3. Greifen diesen Bauern an, der ist aktuell dreimal angegriffen und durch Schwarz nur zweimal gedeckt. Das heißt, Schwarz muss sich an dieser Stelle irgendwie verhalten. Ja. Auch hier wieder mehrere Möglichkeiten. Gehen wir mal davon aus, dass Schwarz sagt, du hast geopfert. Gut, ich schlage den Bauern.
An dieser Stelle müsst ihr jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, das ist, weise ich extra darauf hin. Dame D5 ist an dieser Stelle nicht so gut. Natürlich droht der Matt an dieser Stelle hier, aber dieses Matt lässt sich verhältnismäßig leicht verhindern mit Dame E7. Und gleichzeitig deckt die Dame halt auch diesen Läufer. Denn an dieser Stelle könnte man im ersten Moment ja meinen, wie will Schwarz denn den Doppelangriff auf F7 und auf C5, wie will er den denn verteidigen? Aber es geht verhältnismäßig gut mit Dame E7. Und an der Stelle geht es nicht so richtig weiter. Ja. Zwar kriegen wir als Weißer den einen Bauern wieder zurück, haben jetzt immer noch einen weniger und Schwarz kann an dieser Stelle einfach zum Gegenangriff blasen. Ja. Entwickelt den Springer, holt als nächstes den Läufer raus und dann haben wir nichts als Weißer, außer einfach einen Bauern weniger. Deswegen machen wir das nicht, sondern in dieser Stellung hier haben wir einen anderen Hammerzug, der auch nicht zum unmittelbaren Gewinn führt, aber trotzdem euch eine sehr, sehr gute Stellung gibt, nämlich ihr opfert. Ihr opfert diesen Läufer auf F7. Das ist kein Opfer, das ist ein Scheinopfer. Ihr kriegt den nämlich sofort wieder zurück. Schwarz hat auch hier wieder nur eine seriöse Möglichkeit zu spielen, nämlich er schlägt und jetzt haben wir nämlich einen tatsächlichen Doppelangriff. Ja, wir haben dem Schwarzen das Rochaderecht genommen und kriegen den Läufer sofort wieder zurück. Entweder wir kriegen ihn sofort zurück, nämlich wenn Schwarz nach F8 zurückgeht, schlagen wir den Läufer mit Schach und greifen gleichzeitig den Bauern hier unten an. In diesem Falle gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, möglicherweise zieht Schwarz den König einfach wieder auf Seite. Wir schlagen den Bauern und stehen super da. Ja, wir haben jetzt nichts weniger, kein Bauern geopfert. Schwarz kann nicht mehr rochieren, hat eine sehr offene Königsstellung und wir stehen hier voll im Angriff. Als nächstes kommt der Läufer raus und auch wenn das jetzt nicht unmittelbar gewonnen ist, stehen wir schon super da. So, das ist die eine Variante, die wir haben. Möglicherweise zieht Schwarz auch die Dame dazwischen mit der Idee, hier eine Gegenangriffsmarke zu öffnen. Aber an dieser Stelle würde ich empfehlen, so zur Einfachheit, wir schlagen die Dame, schlagen hier mit dem Springer zurück und stehen gut da. Das heißt, wir haben wieder keine klar gewonnene Stellung natürlich, aber der König steht ja ziemlich merkwürdig hier in der Stellung rum, steht nicht in der Rochade und wir haben ein paar ganz interessante Ideen. Ja, einerseits mit dem Springer auf B5 nach C7 anzugreifen, andererseits können wir mit dem Läufer nach F4 und dann auch auf den Bauern C7 drücken, kurz oder lang rochieren. Und haben eine sehr bequeme Stellung, wohingegen Schwarz schon zusehen muss, wie er jetzt hier einigermaßen seine Figuren ins Spiel bringt. So, das war das eine. Die andere Möglichkeit, vielleicht ein kleines Detail. Es war ganz wichtig, dass wir diesen Läufer mit Schach schlagen können. Wie hier, wenn der König nach F8 geht, dann könnten wir ja hier mit Schach schlagen. Wenn Schwarz das nicht macht, sondern nach E8 geht, schieben wir noch einen Zug ein und geben Schach. Geben auf H5 Schach und entweder Schwarz geht jetzt nach F8 oder nach E7, dann haben wir wieder genau das gleiche wie gerade eben, nur einen Zug später. Wenn Schwarz jetzt nach F8 geht, dann schlagen wir hier wieder mit Schach und haben das gleiche in Grün. Oder aber, was eine Alternative wäre, Schwarz spielt G7, G6, das ist okay. Dann schlagen wir trotzdem. So. Im Grunde kann Schwarz jetzt zwar einen Bauern gewinnen, aber das ist halt in dieser speziellen Situation gar nicht so schlimm. Wenn wir dafür, dass wir jetzt hier einen Bauern weniger haben, stehen wir wirklich super da. Auf den ersten Blick sehen wir schon, der Turm ist hier unten angegriffen und kann eigentlich kaum verteidigt werden. Es muss schon sowas wie Springer F6 kommen. Und jetzt können wir uns fast aussuchen, in welche Richtung wir jetzt angreifen. Ja, wir könnten beispielsweise
Beispielsweise mit dem Springer hier ins Geschehen eingreifen. Wir können auch rochieren. Ich würde an der Stelle jetzt nicht übereilen. Wir stehen an der Stelle einfach bedeutend besser. Viel besser in der Entwicklung. Und Schwarz hat hier diese offene Königsstellung. So, das war die Variante, wenn Schwarz, sagen wir mal, wenn Schwarz Läufer C5 gespielt hat, an dieser Stelle. Da, ich wiederhole es gerne noch einmal, haben wir die Möglichkeit, mit C3 das Ganze aufzuhebeln. Es gibt hier noch viele Nebenvarianten, gar keine Frage. Ja, da will ich jetzt nicht drauf eingehen, dafür reichen, glaube ich, weder Zeit noch Aufmerksamkeitsspanne. Aber es gäbe auch so Witzbolde, schwarze Witzbolde, die einfach D3 spielen, weil sie dann sagen, komm, dann störe ich den Weißen in seiner Entwicklung auch ein bisschen. Das können wir gerne machen, schlagen den Bauern zurück, haben nichts weniger und eine etwas bessere Entwicklung. Also solche Geschichten gibt es auch. Ich wollte noch eine ganz spannende Variante zeigen, nämlich was wenn Schwarz Läufer B4 spielt. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Was macht Schwarz? Geht direkt zum Gegenangriff über. Und auch wir müssen uns jetzt natürlich dazu verhalten. Es ist Schach. Und eine Sache, die wir nicht machen wollen an dieser Stelle, da würde ich euch drum bitten, ist jetzt verhältnismäßig passiv, so mit Läufer D2, versuchen, dieses Schach abzuwehren, weil Schwarz dann tauscht. Das wollen wir beim Gambit nicht. Wir haben einen Bauern hergegeben und möchten jetzt nicht einfach tauschen und vereinfachen, sondern wir wollen jetzt aggressiv spielen. Aggressiv heißt an dieser Stelle tatsächlich, wir ziehen mit den Bauern dazwischen. So, wenn Schwarz mir zählt und den Läufer einfach wieder zurückzieht, nach A5 oder nach C5, schlagen wir diesen Bauern hier. So schlagen wir diesen Bauern. Und stehen wieder super da. Wir haben hier unser Bauernzentrum, wir haben entwickelte Figuren, ziehen mit dem Springer hinterher, der Läufer entwickelt sich, wir rochieren und stehen super da. Wenn Schwarz jetzt hergeht und sagt, ich schlage den Bauern, dann setzen wir sogar gar noch einen drauf und rochieren an der Stelle einfach weg. Ja, das ist so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, ansonsten können wir das gerne bei Zeiten auch nochmal besprechen. Dann kommen wir in Eröffnung, die in Richtung dänisches Gambit gehen, wo man fast alle Bauern opfert. Ich hatte am Freitag, da haben wir so eine Art virtuellen Spielabend in Fonkeln gehabt. Da habe ich das tatsächlich mal gespielt und die Partie ging für den Schwarzen ziemlich schnell den Bach runter. Wenn Schwarz jetzt nämlich hergeht und sagt, ich schlage den Bauern auch noch, gut, spätestens jetzt müssen wir zurückschlagen, dann habe ich als Weißer tatsächlich zwei Bauern geopfert. Ja, zwei Bauern, das hört sich jetzt erstmal nach einer Menge Holz an, aber haben dafür wirklich eine sehr gefährliche Stellung. Der Läufer guckt in die schwarze Stellung rein, der Läufer guckt in die schwarze Stellung rein. Es droht schon mal ganz konkret Läufer schlägt G7. Und wir sind als Weißer tatsächlich am Drücker. Also die einzige Chance, die Schwarz jetzt noch hat, ist mindestens mal einen Bauern zurückzugeben. Beispielsweise mit D5, den wir jetzt hier einfach nehmen, um halt mit der Entwicklung ein bisschen hinterherzukommen. Wenn Schwarz das nicht tut, dann, wir gehen nicht im Detail drauf ein, da gibt es so viele Linien, aber da ist mein Vorschlag tatsächlich einfach aggressiv nach vorne zu spielen und ihr werdet sehen, dass die schwarze Stellung ganz schnell zusammenbricht. Ja, wenn jetzt sowas kommt, können wir beispielsweise mit den Bauern vorziehen und jetzt hat der Springer schon Schwierigkeiten, ein anständiges Feld zu finden. Ja, muss man schon irgendwie sowas machen. Jetzt kann man den noch ein bisschen hin und her scheuchen. Ja, zum Beispiel mit H3 ziehen die Dame nach vorne und sind dann sehr schwer am Drücker. So viel zum Thema Läufer B4. Und was ich damit nur noch mal sagen wollte ist, seid durchaus bereit, an der Stelle noch einen Bauern und noch einen Bauern zu opfern. Weil es dann halt wirklich, es wird dann sehr interessante Partien geben, wo ihr garantiert mit einem Angriff gewinnen werdet. So, und jetzt möchte ich noch einen letzten Zug zeigen, noch eine letzte Möglichkeit. Ja. So, wir gucken nochmal. E4, das war jetzt die Ausgangsstellung. Wir spielen Läufer C4. Und eine Variante, die ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist Springer F6. So,
wenn wir jetzt auf Springer F6 gehen, das ist im Grunde genommen auch eine der beiden Hauptzüge. Ja, ich würde jetzt gerade im Jugendschach nicht davon ausgehen, dass euch der besonders oft begegnet. Aber da es in der eigentlichen Theorie somit der wichtigste Zug ist, wollen wir trotzdem darauf eingehen. Was macht Springer F6? Entwickelt sich ganz normal und startet auch einen Gegenangriff hier auf E4. Der Bau ist nicht gedeckt und kann auf natürliche Weise, nämlich mit Springer C3, auch nicht gedeckt werden. So, ficht uns an der Stelle nicht an, sondern was wir an der Stelle wissen müssen, ist, wir marschieren vorwärts und greifen diesen Springer an. Ja? Und jetzt muss Schwarz schon wissen, was er tut. Deswegen rechne ich nicht damit, dass ihr diesem Zug sehr oft begegnen werdet. Denn hier, das ist so der Zug, wenn ihr den seht, dann könnt ihr feststellen, aha, mein Gegner, der Schwarze, der kennt die Eröffnung. So, weil jemand, der die Eröffnung nicht kennt, würde Springer F6 wahrscheinlich eher nicht spielen. So, denn nach E5, jetzt muss Schwarz schon eine Idee haben, was mit dem Springer passiert. Könnte natürlich zum Beispiel den Springer nach E4 ziehen, aber nach Dame E2 wird der Springer halt einfach kreuz und quer durchs Feld gescheucht. Ja, das heißt, er muss dann nach C5 weiter. Und jetzt gehen wir her, rochieren, leben erstmal damit, dass wir diesen einen Bauern hier weniger haben und bauen darauf, dass wir uns später wiederholen werden. Ja, wenn Schwarz sich jetzt ganz normal weiterentwickelt, holen wir den Turm hinterher und können uns als nächstes mal ganz locker diesen Bauern hier wieder zurückholen und haben mit diesem schönen Bauern vorne hier eine ganz bequeme Stellung, mit der wir hier arbeiten können. So, ich zeige euch aber trotzdem noch, ich zeige euch mal die Hauptvariante. Das ist das, was Schwarz spielt, wenn er die Eröffnung kennt. Denn wenn ihr jetzt schon spielt, solltet ihr zumindest theoretisch ja darauf gerüstet sein, zu sehen, was man denn spielen muss, wenn euer Gegner die Eröffnung kennt. Denn der tatsächliche reguläre Eröffnungszug ist an dieser Stelle D5. Ja, warum D5? Ich mache mal ein Ausrufezeichen dahinter. Der ist jetzt nicht kein außergewöhnlicher Zug, ja, aber das ist halt der tatsächlich richtige Zug. Denn an dieser Stelle sagt Schwarz, okay, wenn ihr den Springer schlagt, so an dieser Stelle, wenn ihr jetzt das machen solltet, holt Schwarz sich sofort diesen Läufer hier zurück. Und jetzt ist von einem weißen Vorteil, kann jetzt auch nicht mehr groß gesprochen werden. Ja, ihr könnt jetzt hier reinschlagen, aber jetzt steht Schwarz gar nicht schlecht. Deswegen gucken wir an der Stelle auch gar nicht weiter, denn das spielen wir nicht, sondern wir spielen das anders. Nach D5 gehen wir mit dem Läufer einfach auf Seite. So, der war angegriffen, also ziehen wir ihn weg. Und jetzt hat Schwarz genau die gleichen Schwierigkeiten, die er vorher auch hatte. Ja, und muss sich jetzt irgendwie überlegen, wie er diesen Springer hier deckt oder was er denn eigentlich damit tut. Schwarz könnte beispielsweise hier auf Seite ziehen. Dann holen wir uns den Bauern. Ja, ihr seht, der Springer hier ist gefesselt. Und dann geht das Spiel ganz normal weiter seinen Gang. Ihr werdet als nächstes, wenn jetzt zum Beispiel Läufer D7 kommt, Schwarz muss sich ja jetzt verhalten, weil der Springer zweimal angegriffen ist und jetzt einfach nochmal gedeckt werden muss. Er ist ja nur einmal gedeckt an dieser Stelle. Wenn sowas kommt, werdet ihr beispielsweise einmal schlagen und könnt jetzt zum Beispiel mit F3 diesen Springer hier verscheuchen. So, und jetzt stehen wir mitten in dem Spiel. Das ist so die Hauptvariante, deswegen ist es die Hauptvariante. Man kann hier weitgehend von einem Ausgleich sprechen. Keiner steht besser. Und jetzt an dieser Stelle fangen wir jetzt einfach ganz normal an, Schach zu spielen. Ja, vielleicht eine Sache, Schwarz könnte sich den Springer zurückziehen. Und an dieser Stelle von der Idee her, wir rochieren als nächstes weg, ziehen den Läufer nach E3 und dann mit dem Springer hier rüber. Unsere Angriffsmarke an der Stelle, jetzt einfach nur, dass ihr mal den Plan gehört habt, ist auf das Feld C5 zu gehen und dort anzugreifen.
Ja, C3 ist auch ein typischer Zug, der in dem Zusammenhang kommt. Und Schwarz versucht an der Stelle natürlich dagegen zu halten und versucht den Bauern nach dem Bauern C5 durchzudrücken, um, ja, um seinerseits halt anzugreifen und Raum zu gewinnen. So, so viel zu meiner Theorieeingabe an dieser Stelle. Eine Variante, ja, das heißt, dann habt ihr euer Repertoire mal ein bisschen erweitert, dann ist man nicht so, so vorhersehbar, was ihr alles spielt. Bis hierhin war alles gleich. Gerne könnt ihr in euren zukünftigen Partien Läufer C4 spielen. Mein Vorschlag an der Stelle ist D4 und nachdem geschlagen wurde, der einzig wirklich seriöse Zug, an der Stelle Läufer C4 zu spielen, um dem Spiel mal ein bisschen Schärfe zu geben. Und das, ihr habt schon gesehen, das verspricht eine sehr taktische Geschichte zu werden. Und so werden bis in meine Liga, hätte ich jetzt gesagt, ja, oder sogar noch darüber hinaus, so werden ja letztlich die meisten Partien entschieden. Okay, das war jetzt eine halbe Stunde Theorie. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir den Bildschirm wechseln. So. Und uns mal diesem ganzen Lichess widmen. Wer von euch möchte? So, das werden wir jetzt sehen. Wenn ihr in den Live-Chat schaut, dann seht ihr dort einen Link, den ich hier gepostet habe. Ich poste ihn jetzt einfach nochmal. Und zwar geht das? Geht nicht. Warum geht das nicht? Es geht einfach nicht. Na gut. Dann gebe ich ihn so ein. Ich versuche es nochmal. So. So, das ist der Link, den ihr jetzt hier habt. Ich gehe da jetzt auch mal rein. Ihr seht jetzt hoffentlich meinen Lichess-Account. So, zunächst einmal, ich hatte im Vorfeld eine E-Mail geschickt an die Eltern. Eure direkten Kontaktdaten habe ich leider nicht. Wir sind jetzt hier bei Lichess. So, Lichess, da muss man muss sich registrieren. Ich sehe jetzt gerade der Michael fragt das sogar. Johann würde gerne mitmachen, müssen wir uns da registrieren? Sehr wohl. Da müsst ihr euch registrieren. Also zunächst einmal die Startseite ist lichess.org. Ja, ich bin an dieser Stelle schon angemeldet, deswegen deswegen kommt die Frage gar nicht erst. So, deswegen habe ich mich jetzt hier abgemeldet, dass man es mal sieht. So, das wäre jetzt hier die normale Startseite. Und wenn ihr noch nicht angemeldet seid, wäre jetzt die Gelegenheit, indem ihr hier auf Registrieren klickt. So, und jetzt wollen wir doch einfach mal gucken. Das Turnier war angesetzt für 18 Uhr. Vielleicht ist es ein bisschen optimistisch. Jetzt mal sehen, ob wir jetzt so schnell ein neues Turnier auf die Beine gestellt kriegen. Da würde ich jetzt mal auf den Stefan bauen, dass da jetzt gleich ein neues Turnier aufgebaut wird. Ja, und dann wird dann wahrscheinlich auch der Link rumkommen. In der Zwischenzeit können alle die Interesse haben. Ich sehe, wir haben aktuell 9 Zuschauer. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Wenn da sich der ein oder andere findet, dann können wir jetzt hier auch ein Turnier starten. So, in der Zwischenzeit, während Stefan das neue Turnier aufsetzt, können die mitspielen wollen. Ein kleiner Hinweis, hier in unserem Chat wäre ganz nett für die wirklich aktiv dabei sind, wer da mitspielen möchte. Die Idee wäre, wenn wir eine ungerade Anzahl sind, dann spielt der Stefan gerne mit. Wenn eine gerade Anzahl sind, dann eben nicht. Ich würde dann die Aufnahme würde ich dafür auch beenden, weil während wir Schach spielen, müsste meinem Gelaber ja jetzt nicht unbedingt zuhören. So spannend ist es dann wahrscheinlich auch wirklich nicht. So, vielleicht zum Thema Lichess. Ein, zwei Worte vielleicht dazu noch. Ich kriege da jetzt keine Provision oder so, ja. Aber dafür kann ich gerne ein bisschen Werbung machen. Das ist schon eine super Sache. Das ist ein nicht kommerzieller Anbieter. Mein Schachanbieter gibt ohne Ende. Chessbase,
chess.com und noch ein paar andere, Chess24. Das sind aber alles kommerzielle Anbieter. Ne? Das heißt, und jenseits von mal ein bisschen blitzen, kostet es da richtig Geld. Hier ist das nicht so. Das ist eine nicht kommerzielle Variante, kostet nichts und man kann trotzdem eine ganze Menge Sachen machen. Ja. Kann laufende Partien beobachten. Es gibt sogar ein Lichess TV. Es gibt kleine Kurse. Man kann Taktikübungen machen. Man kann gegeneinander blitzen. Man kann Gruppen eröffnen, so wie wir es jetzt gemacht haben, wie wir es jetzt halt vorhaben, gegeneinander zu spielen. Da wir noch eine Stunde haben, ich hätte jetzt gesagt, dass 10 Minuten Partien gespielt werden. Stefan fragt gerade danach hier im Chat. Ich würde vorschlagen, 10 Minuten. Ja. Wir können das gerne mit Inkrement machen, dass wir jetzt irgendwie sagen 10 Minuten und dann pro Zug nochmal 10, 15 Sekunden drauf, so ähnlich wie wir es am Freitag gehabt haben. So, und an dieser Stelle sehen wir jetzt auch die unterschiedlichen Teams. Das ist eine Sache, die wird Stefan sagen können oder auch entweder sagen können oder aber auch im Chat sagen können, ob man da jetzt Mitglied sein muss. Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, lieber Stefan, wenn du den Link im Chat posten könntest, dann haben alle die Interesse daran haben, mitzuspielen, die Möglichkeit, da einzusteigen. So. Zumindest mal meinen Sohn habe ich dazu verpflichtet, weiß aber nicht so genau, ob er es hingekriegt hat. Das werden wir dann gleich sehen. Ansonsten werde ich dann gleich, wenn ich hier die Übertragung beende, dann nochmal nachhaken und mal zu ihm rüberrennen, um zu gucken, ob das dann auch funktioniert hat. So, wen haben wir denn da? Also, ich kriege Rückmeldungen. Also, der Johann ist drin. Die Sarah würde mitmachen. Oreo-ID? Ach, Florian. Alles klar. Das ist der Florian. Dann den Ali habe ich bislang noch nicht gesehen, aber den verpflichte ich gleich auch dazu. Und dann würde ich sagen, alles andere können wir jetzt hier über den Chat regeln und mein Gelaber kann ich an der Stelle beenden. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier an der Stelle, ob das soweit funktioniert. Na, offenbar kann der Stefan keine Links posten an dieser Stelle. Deswegen werde ich das jetzt mal machen. Ich tippe dann jetzt mal hier ein. lichess.org/tournament/, jetzt wird es schwierig, ZDJV22GU. Tschüss. So, aha. Der Ale kriegt es nicht hin, sehr gut. Ja, ich helfe dir gleich, Ale, kein Problem. So, klicken wir mal auf diesen Link hier. So, Funkeln Jugendarena. Ich werde jetzt nicht teilnehmen, so, das heißt, aber ihr selber klickt jetzt hier bitte auf Teilnehmen und den Rest, würde ich sagen, den machen wir über Chat. So, in Ordnung. Also was mich darüber hinaus noch freuen würde, vielleicht noch eine Sache in eigener Sache, ob die Form und so, ob das jetzt okay war, ob das zu viel Gelaber war oder zu wenig und so, da könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. So, wissen ja, wie das bei Facebook, nicht bei YouTube so läuft. Daumen hoch, Daumen runter, gerne einen Kommentar. Und wenn das ein Format ist, dann machen wir das, denke ich, solange wir jetzt hier in diesem Corona-Wahn leben müssen, machen wir das halt auf die Art und Weise. Also in dem Sinne, gucken, ob ich das jetzt hier ausgeschaltet kriege. Bis dahin, auf Wiedersehen.